Entschuldigung. Aufnehmen. Okay. Die Besonderheit von dieser Übung ist, die Laute, die wir aussprechen, wenn wir die bestimmte Übung machen, die verursachen so innere Vibrationen, die mit den Organenergien mit vibrieren. Deswegen die Übung macht es etwas effektiver, um Blockaden zu lösen und dieses Qi-Fluss in den Meridian anzuregen. Also ich würde die Übung jedem empfehlen, der mal Blockaden lösen möchte, allgemein im Körper. Bei der Frühling jetzt ist es auch gut, um den Körper zu entgiften, für den neuen Start vorzubereiten. Das ist auch eine gute Übung. Oder du hast so körperliche Beschwerden und keiner findet was, du weißt auch nicht, woran es liegt. Ich würde sagen, die heilende Laute-Übungen sind sehr gut, um richtig Blockaden zu lösen, Qi-Fluss anzuregen und Qi wieder in Fluss zu bringen. Deswegen sind die Übungen sehr gut. Die Übungen sind natürlich aber wirkvoll oder wirken viel besser, wenn du die Übungen regelmäßig machst. Regelmäßig heißt am besten jeden Tag. Und ich finde, bei den heilenden Übungen ist es auch einfacher, die Übungen jeden Tag zu machen, weil die dauern. Wir machen heute Abend eine Stunde, aber wir machen auch andere Übungen dazu. Also wenn du nur die heilende Laute-Übung machen würdest, dann würde das, weiß nicht, 15 Minuten, 20 Minuten dauern. Und dann bist du durch. Und es ist entspannt. Es ist auch sehr meditativ, finde ich. Und halt, ne, ist sehr gut zum Entgiften, deine Energien wieder zum Fluss zu bringen. So viel zu heilende Laute. Ich möchte mit euch auch ein paar Übungen machen heute für den Leber, weil wir sind in der Frühling jetzt, ne? Also Frühling kommt. Und obwohl das Wetter ist ja wechselhaft ist, aber Frühling in der TCM, Frühling ist zu der Leberorgan zugeordnet. Wir waren ja im Winter, Winter ist zu den Nieren zugeordnet und Frühling Leber. Und im Frühling, was passiert im Frühling? Frühling hat auch das, ne, sprich das Holzelement, die Natur erwacht und die Bäume, die Pflanzen blühen und die Bäume, ne, bekommen wieder ihre grünen Blätter. Also es geht um Aufwachen und es geht um wieder ins Leben kommen, wachsen, Wachstum. Und so ist das auch mit den Energien im Natur und auch mit unseren Energien. Im Winter waren wir eher in so eine sehr Yin-Zeit. Yin heißt, ne, Ruhe, still. Und jetzt gehen wir zu Yang-Energien rüber, wo es lebendiger wird. Also in Natur ist, ne, die Yang-Energien nehmen ein bisschen den oberen Hand und Yin wieder wird weniger. Und so können wir uns dann auch anpassen mit unseren Energien. Im Winter haben wir gesagt, eher Ruhe, auftanken, ruhige Übungen. Und im Frühling können wir auch etwas mehr Aktivität in unserem Leben bringen, um mit der Natur im Einklang zu bleiben. Und ich habe jetzt Übungen ausgesucht für den Leber und Gallenblase, wo wir die Meridianen so ein bisschen dehnen und den Qi-Fluss in den Meridianen anregen. Okay? Die machen wir vorher und dann machen wir die heilende Laute-Übung. So. Wenn ihr Fragen habt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu fragen, diese Fragen zu stellen. Sonst fangen wir an. So, dann schalte ich euch alle stumm. Und dann fangen wir an.
Wir stehen auf, Füße sind schulterbreit auseinander. Und bevor wir anfangen, wollen wir erstmal hier und jetzt ankommen. Wir nehmen ein paar tiefe Atemzüge, atmen wir tief ein und tief aus. Durch die Nase ein, durch den Mund aus, nochmal. Und dann fangen wir an, uns zu schütteln. Wir schütteln uns von unten bis oben, lockern wir unsere Körper auf. Die Füße sind fest am Boden, Beine sind leicht angespannt. Stell dir, du stehst da wie ein Baum, verwurzelt durch deine Wurzeln. Dein Stamm ist angespannt, aber oben fühlst du dich entspannt und locker, so wie die Äste von einem Baum. Und mit jedes Mal schütteln. Lässt du ein Stück los, die Spannung loslassen, Spannung im Körper loslassen, aber auch Spannung vom Alltag loslassen. Herz beruhigen. Gedanken beruhigen. Während wir uns schütteln, können wir auch dabei einen Laut sagen. Das Laut dieser Laut vibriert auch gut mit der Leber. Und du musst wissen, also die heilende Lauteübung, davon gibt es auch viele unterschiedliche Variationen und auch unterschiedliche Laute. Die hören sich so etwa ähnlich an, aber gibt es so unterschiedliche Laute. Und beim Schütteln kannst du einatmen und dann auch mit ausatmen. Es ist laut aussprechen und es beruhigt den Leber. Während ich spreche, kannst du aber dieses weiter sagen beim Ausatmen. Jeder Organ produziert eine Emotion und Leber produziert Wut, was ja in einem gewissen Maße in Ordnung ist. Aber zu viel Wut ist nicht gut und schadet dem Körper. Und mit dieses Laut kannst du den Leber etwas beruhigen. Besonders auch, wenn du einen anstrengenden Tag gehabt hast, kannst du dieses Laut sagen, um dein Leber zu beruhigen, um deinen Geist zu beruhigen. Du atmest tief ein.
Dabei kannst du dich so bewegen, wie du dich bewegen möchtest. Hör auf deinem Körper. Finde, wo die Spannungen in deinem Körper sind. Welcher Teil dein Körper möchte sich jetzt bewegen? Sind es die Arme? Ist es die Hüfte? Du musst dich nicht genau so bewegen wie ich. Finde deine eigene Bewegung, was für dich gut ist, was dir gut tut. Und dann machen wir ein paar Mal die Nierenatmung. Wir machen den Rücken rund, Arme nach vorne und dann Lunge öffnen. Ein und aus. Ein und aus. Und wir hören unsere Körper zu. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Wie ist deine Atmung? Wie fühlst du dich jetzt? Du kannst so stehen bleiben. Du achtest drauf, die Füße sind schulterbreit, offen, die Knie sind leicht locker, dein unterer Rücken ist gerade, Tor des Lebens ist aktiv und deine Baihui richtest du zum Himmel. Und ich komme etwas näher zur Kamera, aber du kannst so bleiben. Es sei denn, du möchtest mir ganz genau angucken, zugucken. Leber öffnet sich in den Augen. Wir machen jetzt ein bisschen Augen-Qigong, um den Lebermeridian zu stimulieren. Was wir machen, ist, wenn du so stehst, nur die Augen drehen sich nach links, zurück zur Mitte und nach rechts. Das wiederholen wir ein paar Mal, nach links, zurück zur Mitte, nach rechts und zurück zur Mitte. Das machen wir ein paar Mal. Das kannst du auch sehr gut mit deinem Atem kombinieren. Du atmest ein, guckst ihn zur Seite, nur die Augen drehen sich. Atmest aus, kommst zurück zur Mitte, atmest ein, nur die Augen schauen zur Seite, atmest aus, zurück zur Mitte. Beide Seiten, ein letztes Mal. Und dann schauen wir nach oben, ohne den Kopf zu bewegen. Nur die Augen schauen nach oben, Mitte und dann nach unten, Mitte und nach oben. Da auch, nimm deinen Atem mit, atme tief ein
Atme tief aus. Achte dabei auf deine Körperhaltung, besonders dein Lendenwirbel und Kopf. Bei Hui, höchster Zeit, Scheitelpunkt ist zum Himmel eingerichtet. Nur die Augen bewegen sich. So, wir schauen jetzt wieder geradeaus und was wir jetzt machen, ist, wir kreisen mit den Augen. Ja, zum Beispiel erstmal nach links, kreisen wir nach oben, zur Seite, nach unten, zur anderen Seite. Nur die Augen drehen sich. Und dann stell dir vor, du scannst so, deine Umgebung in eine kreisende Bewegung. Und dann dabei merk dir, ob du alles aufnehmen kannst oder ob du so ein paar Ecken überspringst. Merk dir, ob du alles einscannen kannst oder überspringst du ein paar Punkte. Merk dir diese Punkte. Und dann gucken wir geradeaus, einfach mal so die Augen entspannen. Und jetzt, wenn wir wieder kreisen, dann versuche diese Punkte, die du übersprungen hast, einzudecken. Etwas bewusster jetzt nochmal kreisen. Wenn du eben so bewusst wahrgenommen hast, welche Punkte du übersprungen hast, die nochmal ganz genau einscannen mit deinen Augen. Und dann gucken wir wieder geradeaus. Und jetzt in die andere Richtung. Diesmal nach rechts. Und dann sei dir wieder bewusst, ob du ganz gut scannen kannst oder ob du so ein paar Punkte dabei überspringst. Welche Punkte nimmst du nicht mit? Wo bewegen sich deine Augen etwas so schneller, nicht so genau? Und dann erstmal wieder entspannen, geradeaus schauen. Und jetzt versuchen wir, die Punkte, die du übersprungen hast, die nochmal anzufangen. Okay, wieder nach rechts kreisen wir. Ah, da. Nicht so einfach, ne? Dann wieder zurück zur Mitte. Und jetzt nehmen wir unsere Hände und bringen wir vor die Augen und stell dir vor, wir haben unsere Laugungpunkte in der Mitte von unserer Handflächen. Mit diesen Punkten können wir Energie senden. Stell dir vor, du schickst durch deine Laugungpunkte Energien, frische Energien, positive Energien zu deinen Augen.
deinem Gehirn. Und dann kreisen wir mit den Händen erstmal so in eine Richtung. Und stell dir vor, deine Hände sind magnetisch und all die verbrauchte Energien werden von deinen Händen angezogen, kleben an deine Händen. Und dann die andere Richtung. Ellenbogen auf Schulterhöhe, atmen wir einmal ein und atmen wir aus, verbrauchte Energien weg. Und dann atmen wir ein und atmen wir aus. Holen wir uns so frische Energien von Mutter Erde, vom Himmel, die vermischen sich. Und die verbrauchte Energien schicken wir zur Mutter Erde. Atmen wir ein. Frische Energien holen. Atmen wir aus. Und die verbrauchte Energien zur Mutter Erde. Und dann heben wir die Arme seitlich und dann die Handgelenke knicken und wir drücken die Hände zu den Seiten. Du fühlst die Spannung in den Armen, vielleicht auch so leichte Ziehen an den Fingern, das ist auch gut so. Achte auf das gesamte Körperhaltung, dass die Knie locker sind, dein unterer Rücken gerade und bei Hui auch zum Himmel eingerichtet. Wir bleiben etwas so, atmen wir tief ein und tief aus. Und dann machen wir Folgendes. Wir ziehen den Kopf so etwas runter und dann von unten kreisen wir zur Seite und legen wir den Kopf auf den Rücken und dann wieder zur Seite und nach unten. Wir machen einen halben Kreis, keine ganzen, nur zu einer Seite. Machen wir einen halben Kreis. Sei bitte vorsichtig mit dem Kreisen, höre auf deinen Körper. Atme dabei tief ein und gehe richtig langsam vor. Ein und aus. Ein. Aus. Und dann, wir wechseln die Richtung. Ein, in die andere Richtung. Und aus. Drehst den Kopf Stück für Stück mit ganz viel Gefühl. Wenn du es nicht machen kannst, du kannst, wenn das nicht geht, ne, dann machst du eben dieses hier. Zur Seite drehen, zurück zur Mitte, zur Seite drehen,
zurück zur Mitte. Nehmen wir die Arme runter. So einfach mal schütteln. Genau, das hätte ich vielleicht von Anfang an sagen sollen. Wenn es mit dem Kreisen nicht geht, kannst du zur Seite, zurück zur Mitte, zur Seite, zurück zur Mitte gucken. So, wir machen noch ein paar Mal. Den Himmel runterziehen, atmen wir ein. Und atmen wir aus. Wir atmen frische Energien ein. Verbrauchte Energien waschen wir von unserem Körper runter und zur Mutter Erde ein letztes Mal. Und diesmal, wir machen alle Finger so zusammen, öffnen wir die Arme wieder und wir drehen die Arme nach oben, also Handflächen. Du fühlst wieder das Ziehen, achte auf deine Körperhaltung und wir kreisen nochmal mit dem Kopf. Erstmal in eine Richtung. In die andere Richtung. Entschuldigung, wir bleiben erstmal in der eine Richtung. Hoch und runter. Wir machen einen Halbkreis. Nimm deinen Atem dabei auch mit. Atme tief ein. Und atme aus. Letztes Mal. Und das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Ein und aus. Ein und aus. Letztes Mal. Und dann wieder etwas die Arme schütteln, die Arme entspannen. Wir machen noch zwei Übungen für den Leber- und Gallenblasen-Meridiane. Wir nehmen die Hände so ineinander und dann Ellenbogen nach oben zur Seite drehen. Andere Ellenbogen nach oben zur Seite drehen. Achte dabei auf die Hüfte, wie die Hüfte sich bewegt. Das heißt, nimm deine Hüfte mit. Achte auf meine Knie, wie die Knie sich bewegen. Atme ein, atme aus. Ellenbogen nach oben, und runter. Dann wechseln wir die Richtung. Wir gehen von unten nach oben. Von unten nach oben und dann die Seite wechseln. Achte auf die Hüfte, diesmal Hüfte geht in die andere Richtung. Wenn der Ellenbogen sich in eine Richtung bewegt, achte auf die linke Hüfte und die rechte Hüfte.
Nimm deinen Atem mit. Dann kommen wir zur Seite und heben wir unsere eine Arm nach oben, Knie etwas vorne und wir strecken uns zur Seite. Atmest du tief ein und streckst dich und atmest aus und dann die andere Seite. Atmest ein. Schau mit deinem Blick nach oben, achte auf die Knie, hier strecken und aus, zurück zur Mitte, ein, und aus, wir strecken unsere Leber und Gallenblasen mit. Letztes Mal. Und kommen wir zurück. Und wir beugen uns nach unten. Dabei öffnen wir die Beine etwas breiter auseinander. Leber und Gallenblase laufen auch über die Beine. Du beugst dich so tief, wie du kannst, nach vorne mit dem Oberkörper. Und streckst die Beine durch. Und wir bleiben hier etwas. Atme tief ein, tief aus. Lass deine Schultern locker hängen. Lass deinen Kopf locker hängen. Dann nehmen wir die Finger ineinander, gehen wir etwas in die Knie und richten wir uns auf. Atmen wir ein. Arme nach oben und beugen. Atmen wir aus und wieder atmen wir ein. Und atmen wir aus. Einatmen. Und ausatmen. Ein letztes Mal. Dann bleiben wir unten und wir streichen mit den Händen. Du kannst so Rückseite deiner Beine mit den Händen massieren, von oben nach unten bis zu den Füßen und dann seitlich die Beine massieren, vom Gesäß seitlich runter bis zu den Füßen und dann Fußinnenseite, Beininnenseite streichen, dabei aufrichten. Und die Füße wieder schulterbreit auseinander nehmen. Dann bleiben wir wieder kurz. Wir spüren, wie es uns geht. Wie ist deine Atmung? Wie fühlt sich dein Körper an?
Minuten, dann korrigieren wir unsere Körperhaltung. Füße sind schulterbereit auseinander. Knie sind nicht durchgestreckt, sondern locker lassen. Unser Rücken ist gerade, als ob du dich auf einem großen Barhocker hinsetzen willst. Und bei Hui gerade zum Himmel. Während der heilende laute Übung behalten wir auch diese Körperform. Hier gibt es kein Steigen, kein Sinken. Wir stehen einfach so und wir machen erstmal die Atemregulierungsübung. Atmen wir ein, Arme auf Schulterhöhe, Handflächen zum Himmel. Atmen wir aus, Arme nach vorne zum Körper und runterbringen. Arme auf Schulterhöhe. Handflächen zum Himmel, Arme nach vorne, zum Körper und runterbringen. Ein, atmen, aus, atmen. Mal. Für den Leberlaut bleiben die Hände auf Leiste höher, Handflächen nach unten. Wir machen erstmal nur den Übungsverlauf ohne Atmung ohne das Laut, Arme auf Brusthöhe und dann zur Seite öffnen und dann den gleichen Weg zurück, wieder zur Brust und die Arme nach unten bringen. Und dann legen wir die Hände auf unseren Bauch und durchatmen. Ihr hört mich, oder? Hört ihr mich? Gut. Okay. Nochmal. Diesmal sage ich das Ein- und Ausatmen dazu, aber nur als Information. Du musst das nicht machen. Bevor wir anfangen, atmen wir tief ein. Und hier wird ausgeatmet. Aus. Und hier wird ein geatmet. Und wenn du die Hände auf dem unteren Bauch hast, atmest du durch. Es ist wichtig, dass du in der Einatmungsphase einatmest und an der Ausatmungsphase ausatmest. Wenn dein Atem nicht reicht, mach die Übung bitte etwas schneller. Und beim Ausatmen sagen wir den Laut Schü. Jetzt machen wir die Übung mit dem Laut. Beim hier Ausatmungsphase sagen wir dieses Laut. Erstmal atmest du tief ein zum unteren Bauch. Schü. Atmest du ein. Und dann durchatmen. Und nochmal. Tief einatmen. Einatmen. Und durchatmen. Und nochmal. Tief ein.
Und wieder einatmen. Atmen wir wieder tief ein. Schön. Ein letztes Mal noch. Tief einatmen. Schön. Und die Atemregulierungsübung. Ein und aus und aus. Noch zweimal. Noch einmal. Dann machen wir den Herzlaut, Hände wieder auf Leistehöhe, aber diesmal Handflächen zum Himmel. Erstmal machen wir nur den Übungsablauf, ohne auf die Atmung Aufmerksamkeit zu schenken. Hände auf Brusthöhe, Handflächen nach außen drehen, Arme nach vorne und auch nach oben öffnen und dann zur Seite. Durchstrecken, Handflächen nach oben drehen, Handkanten zueinander bewegen, Hände zu Gesicht bringen und etwas runter bewegen, runter bis zur Brust und dann die Fingerspitzen nach unten drehen. Hier ein Dreieck machst du und dann streichen wir über die mittlere Linie unsere Oberkörper. Und dann bringen wir die Hände zum Bauch. Und nochmal, Handfläche zum Himmel. Hände auf Brusthöhe. Handflächen nach außen drehen. Nach vorne, nach oben, zur Seite öffnen. Strecken. Und dann Handflächen drehen sich, Handkanten berühren sich, Hände zum Gesicht, runter auf Brusthöhe, Fingerspitzen nach unten drehen, ein Dreieck. Und dann streichen, streichen, streichen. Und nochmal. Hier atmest du erstmal atmest du tief ein und dann hier atmest du aus, 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 aus. Und dann atmest du ein, ein und ein. Nochmal. Atmest du ein, atmest du aus, 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 atmest du ein, 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 ein und ein und durchatmen.
Hat jemand Bluthochdruck? Keine Bluthochdruck? Okay, weil sonst gibt es eine Modifikation dazu. Aber wenn keine Bluthochdruck hat, dann ist das okay. Der Laut, was wir dazu sagen, ist diesmal Ko. Wir atmen ein und dann beim Ausatmen sagen wir Ko, aber dabei legen wir die Zunge an den Gaumen. Es hört sich so an. Ko. Zunge an den Gaumen legen und dann Ko sagen. Machen wir zusammen. Hände auf leiste Höhe. Atme tief ein. Ko. Und einatmen. Und nochmal. Atme tief ein. Ko. Ein. Und ein, atmen, ausatmen und durchatmen. Nochmal. Tief einatmen. Ko. Zweimal atme tief ein. Ko. Letztes Mal einatmen. Ko. Und Atem regulieren. Ein und aus. Noch zweimal. Ein letztes Mal. Für den Nierenlaut, Bewegungsablauf, wir machen Fäuste
Und dann, wir kreisen von innen nach außen über den Nierenbereich. Fünfmal. Und dann öffnen wir die Hände. Wir bewegen die Hände zum Achseln. Und wir ziehen die Arme von unserem Achseln nach vorne. Dabei gehen wir etwas in die Knie. Bringen wir die Arme runter. Und dann steigen. Hände auf unseren Bauch, durchatmen. Nochmal der Bewegungsablauf. Erstmal über die Nieren kreisen. Hände öffnen, Hände zum Achseln. Und dann Arme nach vorne dabei, etwas in die Knie gehen. Arme runter bewegen. Und dann steigen. Hier atmest du ganz natürlich ein und aus. Und dann hier atmest du ein, tief ein. Und dann hier tief aus. Ein. Und hier beim Ausatmen sagen wir Koi. Koi. Unterkiefer zurücknehmen. Koi. Noch mehr zusammen. Erstmal kreisen. Und dann Hände öffnen sich, atmest du tief ein. Einatmen und einatmen und durchatmen. Und nochmal über den Nierenbereich kreisen. Atmest du dabei ganz natürlich ein und aus. Und dann jetzt atmen wir tief zum Bauch ein. Ein. Und ein. Und durchatmen. Nochmal. Tief einatmen. Und ein. Und ein. Und durchatmen. Noch dreimal kreisen, tief einatmen, ein und einatmen. Über die Nieren kreisen. Tief einatmen. Durchatmen. Ein letztes Mal. Tief ein. Cool.
und Atem regulieren. Ein und aus. Und dann beiden unsere Hände zusammen und wir waschen unsere Gesicht mit frischer Energie. Und dann streichen wir über den Hals und streichen wir über die Mitte, innere Seite unserer Arme. Und auf der Rückseite so nach hinten und das gleiche auf der anderen Seite. Innere Seite bis die Fingerspitzen, über die Rückseite zum Schulter, Nieren, unterer Rücken, Gesäß, Rückseite, Beine, Fuß, Innenseite, Bein, Innenseite, über die Leiste und etwas so nach oben. Und dann Gesäß seitlich und Beine seitlich runter. Fuß Innenseite, Bein Innenseite zu Leiste. Und zu unserer Dantian. Bauchnabel, drei Finger darunter, hast du dein unterer Dantian. Frauen haben rechte Hand, Männer linke Hand unten. Und wir bringen die Füße wieder nebeneinander und wir speichern unsere Energien in unserem unteren Dantian. Wir kreisen im Uhrzeigersinn. Dann wechseln wir die Richtung und dann kreisen wir in die andere Richtung. Und dann bedanken wir uns bei der Mutter Erde. Alle Lebewesen im Himmel für die ganz viel Liebe, Energie und Heilung, die wir bekommen haben. Und richten wir uns auf. Ich bedanke mich auch bei euch, dass ihr mitgemacht habt. Habt ihr keine Musik gehört? Doch. Doch? Okay. Irgendwie hier sieht nicht so aus, als Musik läuft. Ach so, okay. Jetzt nicht mehr. So. Also für die neue Teilnehmer war es natürlich komplett neu, aber auch für die, die regelmäßig mitmachen, war es am Anfang viele neue Übungen. Ich hoffe, es war nicht viel. Spaß gemacht. War gut. Bitte? War gut? Das war gut. Okay.